Guten Morgen zusammen. Heute schminken wir einen Look mit der Iconic London Day to Slay Lidschattenpalette. Eine liebe Abonnentin hat mich gefragt, ob ich zeitnah diese Palette testen könnte, denn das ist First Impression bei mir. Die habe ich niegelnagelneu, beziehungsweise da war sogar noch das Inlay drin, aus einem Trash-Wander-Paket genommen. Und ich würde mal sagen, wir testen die heute durch. Ganz zum Schluss gibt es nochmal ein Swatch-Video von den vielen Farben, die ich einfach nicht benutzt habe. Was ich ganz krass fand, ich habe gelesen, 20 mal 1,9 Gramm. Die meisten Lidschattenpaletten haben ja irgendwie was mit 1 Gramm pro Fändchen. Das Ding hat einfach mal fast das Doppelte. Also ist schon Wahnsinn. Glänzt wie Sau. Ich drehe das mal so ein bisschen um. Das ist die ganze Color Story. Und wir schminken jetzt einfach mal einen Look. Das ist die dunkelste Farbe in der Palette. Die heißt Deep Soul. So ein bisschen roséfarben ist diese hier angehaucht. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall von dem Farbschema relativ gut, recht gut eigentlich. Ich mag das immer, wenn da so ein bisschen wärmere Farben dabei sind. Ich mag aber auch zwischendurch einfach die kühlen Farben gerne tragen. Also bei mir ist es, ich mag Farbe. Ich bin eine, die trägt gerne Farbe, die trägt nicht zu krass. Habe ich da Schokolade? Nee, Pickelchen. Die trägt nicht zu gerne, ich trage nicht zu krass knallige Farben. Okay, gestern war eine Ausnahme, aber ne, ich mag gerne Farbe, bei mir muss es aber nicht Wham-Bam-Farbe sein und dafür ist es halt eine wunderschöne Alltagspalette, glaube ich, wenn sie denn funktioniert, denn wäre nicht schlecht. Ich glaube, die kostet original irgendwas mit 60 Dollar, 60 Euro, gibt es aber, weiß ich nicht, hundertprozentig. Ich nehme einmal auf der einen Seite, damit wir es auch mal direkt testen, den Milani Eyeshadow Primer und auf der anderen Seite nehme ich den Power Grip Primer, Super Grip Primer von Trended Up und dann halten wir sie einfach mal nebeneinander. Beide sind durchsichtig, beide verschmelzen mit der Haut. Der Trended Up Primer ist ein bisschen klebriger, zumindest am Anfang. Der Super Grip Primer, man muss ihn ein bisschen runtertrocknen lassen, sonst klebt dann nämlich wirklich alles dran. Wenn er komplett runtergetrocknet ist, ist der wie ein ganz normaler Primer, also ist der nicht mehr ganz so klebrig. Der ist ein bisschen klebriger als der Milani, fühlt sich super, super dünnflüssig an, im Prinzip, als ob man sich da Wasser drauf gibt. Und im ersten Moment, okay, im zweiten, dritten Moment, wenn er runtertrocknet, klebt er halt. Ist kein Dupe oder keine Alternative zu dem NYX Glitter Glue. Der Glitter Glue verhält sich deutlich anders. Der Glitter Glue zersetzt den unteren Lidschatten einfach nicht. Der würde das einfach mal machen. Und man hätte dann einfach irgendwie ja, Lidschattenränder, beziehungsweise ne, als wenn man da halt irgendwie was drüber gibt, wo dann der Lidschatten sich so an den Stellen weglöst. So, einmal schön eingearbeitet in mein Auge. Da sieht man auch, sieht man da schon einen Unterschied? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher weniger, dass man da irgendwie unterschiedliche Primer benutzt hat. Ich gucke mal einmal, welcher sieht jetzt glatter aus? Also der hier, da sieht man, der rutscht ein bisschen in die Fältchen rein. Da muss ich im Nachhinein nochmal nacharbeiten. Also der hat ein bisschen Farbe, aber nicht so viel Farbe, dass man das irgendwie auf dem Auge sehen würde oder irgendwie auch nur sichtbar ist. Und hier, da sieht man, ne, da klebt man ganz eben dran, ist aber jetzt auch nicht wirklich viel. Und jetzt starten wir einfach mal. Toll finde ich auch, die haben hier eine sehr, sehr helle Farbe, für mich eine cremefarbene Farbe drin. Die heißt nämlich hier, das ist diese hier, die nennt sich Marshmallow. Und Marshmallow zum Setten des beweglichen Lides bzw. des oberen Parts. Ja, einmal mein Tüchlein, damit ich die Farbe wieder abmachen kann, die vielleicht noch an meinen Pinseln dran ist. Weil manchmal, na, ich benutze nicht für jede Cremefarbe einen neuen Pinsel. Möchte ich trotzdem aber das zumindest abhaben. Krümelt ein bisschen im Fändchen. Und sette mir hier den oberen Part und guck mal, ob der dann auch, oder ob das gut Farbe abgegeben hat. Ich habe jetzt gerade dran gerochen. Am Pinsel riecht man so weiter nichts. Ich rieche gleich nochmal an der Palette, ob die da irgendwie einen komischen Geruch hat oder so. Manchmal haben ja Paletten einfach diesen Standard-Klebergeruch, China-Geruch, würde ich mal schon fast sagen. Manchmal ist es halt auch echt ein schöner Geruch. Ich glaube aber, dieses hier ist eher so ein bisschen Standard-Lidschattengeruch, würde ich mal. Ja. So ein bisschen, ich würde sagen, schon fast muffig. Nein, muffig ist es nicht, aber es ist halt dieses, es ist kein, die Palette ist nicht extra beduftet. So ist das Beste. Ich zoome euch jetzt ein bisschen ran. Hier oben ist schon mal so ein bisschen gesettet, wieso ich das meistens ganz am Anfang mache. An den Stellen möchte ich ja hier gerne meine Crease-Farbe, also meine dunkle Beton, meine Farbe zum Betonen meiner Crease aufgeben. Und
Nach oben hin blendet sich das deutlich einfacher weg, die Farbe, die dunklere Farbe. Wenn man darunter einfach schon mal Puder aufgegeben hat, so bleibt die untere Farbe einfach dann nicht mehr am Primer hängen. Ich zoome euch ein bisschen ran. So. Meine Kamera kommt auch hinterher, dann kann ich nämlich meinen... Ich muss immer bei mir im Bildschirm gucken, weil manchmal sehe ich die Ränder einfach nicht ganz so dolle. Und gucken, ob ich dann auch... wie die Farbe dann auch wirklich aussieht, beziehungsweise ob ich mehr Helligkeit hinzugeben muss oder sollte oder ob das dann auch gleich wieder passt, weil umso näher ich euch ranzoome, umso weniger Licht macht mein Objektiv und deswegen wirkt das einfach dann manchmal deutlich anders, als wenn ihr weiter weg seid. So, wie starten wir mal? Man hat hier mehrere Varianten. Blende ich euch nochmal, zeige ich euch nochmal. Man kann einmal so ein bisschen... Sorry. Mit dem hier starten, das ist Peaches and Dream, so ein bisschen pfirsichfarben, wie auch schon der Name sagt. Dann hat man hier etwas Wärmeres, auch eher in die pfirsichfarbene Richtung, so ein bisschen, aber mehr Braunanteil, dann hat man eher mal so einen rötlichen Anteil. Das ist wirklich bei mir so ein Standardbraun zum in die Crease packen. Hier hat man auch einen und im Prinzip ist das halt wirklich der dunkelste Ton, der deutlich dunkler ist als alle anderen Farben. Und in The Nude hat man also auch noch. Also man kann einmal so ein bisschen wärmer arbeiten in die orangene Richtung. Man kann einmal ein bisschen rötlicher arbeiten mit Merlot Mondays. Und man kann halt Standardbraun arbeiten. Ich überlege gerade, was ich für mich jetzt haben möchte. Und man hat natürlich auch immer wieder die passenden Schimmerfarben dazu. Also man hat zu dem Merlot-Thema, also zu diesem Bordeaux-Thema, zwei Schimmerfarben, die komplett passen. Man hat zu diesem orangenen Thema so passende Schimmerfarben. Man hat aber auch zu dem Braunthema genug Schimmerfarben. Ich sag's mal so. Möchtet ihr vielleicht einfach mal zwei unterschiedliche Augenlook sehen? Dann starte ich nämlich einmal mit den Pfirsichfarbenen und auf der anderen Seite mache ich, glaube ich, die Brauntöne. Wir machen das so. Ich starte mit Peaches and Dream. Das ist der hellste pfirsichfarbene Ton und starte jetzt einfach mal auf dieser Seite. So hat man nämlich wirklich ein bisschen mehr einfach von der Palette geswatcht, beziehungsweise einfach mal auf dem Auge gesehen. Wie funktionieren die? Wie lassen sie sich verbinden? Also die helle Farbe sieht man auf meiner Gesichtshaut sehr, sehr gut. Sie lässt sich super einfach verblenden. Liegt natürlich auch daran, die ist wirklich sehr, sehr hell. Kann man aber auf jeden Fall schnell mal eben machen. Jetzt nehme ich einen zweiten Pinsel, obwohl ich nämlich lieber für die Brauntöne, da war nämlich vorher braun dran, und gehe jetzt einfach in den dunkleren pfirsichfarbenen Ton. Ich suche mir gerade einen passenden Pinsel. Ich mag immer gerne, wenn ich bei der zweiten Farbe nicht so einen ganz so weiten, ausgestreckten Pinsel habe. Ich nehme jetzt einfach einer, ich glaube, das müsste aus einer Urban Decay Naked 2 Palette sein, den Ton und den Pinsel und nehme jetzt hier Bellini auf, der ist deutlich dunkler. Und setze mir als zweite Farbe in die Crease rein, um die nochmal einen Tacken dunkler hinzukriegen. Da schaue ich nämlich jetzt, können die geschichtet werden? Funktioniert das, dass die übereinander liegen? Oder hätte ich lieber mit dem starten sollen und jetzt schon mal einfach mit dem hellen Ton ausblenden sollen? Das ist ja auch immer die gute Frage. Ich gehe extra hier hin und verblende schon mal in meinem äußeren Bereich. Man könnte jetzt sagen, ich lasse das einfach so, ne? Also man müsste nicht unbedingt dunkler gehen. Ich mag gerne ein bisschen dunkler gehen. Erstens betont das mein Auge das ein bisschen mehr, besser, die dunkle Farbe. Und zweitens, ich gehe jetzt nochmal mit dem Peach-Ton rein, sieht man dadurch mein Schlupflid nicht ganz so dolle. Und dadurch wird das Schlupflid einfach nochmal ein bisschen ja, dezenter in den Hintergrund gerückt. Und man sieht auch jetzt schon mal, dass die einzelnen Fältchen, die ich habe, nicht weiter betont werden. Also es ist eine schöne, matte Formulierung bis jetzt. Zumindest würde ich das jetzt einfach mal behaupten, wo man keine extra Fältchen nochmal krass sieht. So, dadurch, dass wir nur einen dunklen Ton haben, nehme ich jetzt den Deep Soul. Das ist ein schöner, dunkler Braunton. Da ist er. Und tupfe den mir jetzt hier hinten auf. Und verblende ihn hier oben hin und nach außen. Jetzt sehe ich nämlich, dadurch, dass ich einfach schon den Bellini-Ton, also diesen dunkleren Orangeton, darüber geblendet habe, blendet sich der Braunton drüber. Oder sollte man wirklich mit dem dunklen Braunton anfangen und anschließend dann mit den helleren Farben weitermachen? Auch immer noch eine gute Frage, ob die Farben stapelbar sind oder ob die Farben halt wirklich besser einzeln zu benutzen sind oder, ne? Also wie viele Farben kann man übereinander setzen, ohne dass das
dass das patchy, dass das fleckig wird? Das ist auch immer eine ganz wichtige Frage. Ich meine, bei Beauty Bay zum Beispiel weiß ich, dass ich am besten mit der dunkelsten Farbe anfange und nicht zu viel übereinander schichte, weil das hält einfach die Formulierung nicht aus. Dafür ist bei Beauty Bay die Formulierung ganz schön krass pigmentiert, aber trotzdem lassen sie sich nicht schichten. Sonst erhält man nämlich wirklich komplette Flecken und irgendwann bleibt dann gar nichts mehr auf dem Auge. Bei der Rival Loves Me und Maximently hat man das direkt irgendwie bei der ersten Farbe gehabt. Daher, also da darf man auch wirklich nur mit einer Farbe arbeiten und die dann schön in Ruhe lassen. Dann funktioniert das so. Das sieht schon mal ganz gut aus. Also ich würde mal sagen, sie lassen sich zum größten Teil schichten und übereinander setzen. Man muss hier ein bisschen aufpassen. Da bin ich ein bisschen sehr hoch gegangen. Ich versuche das jetzt die ganze Zeit mit Bellini an dieser Stelle schon mal so ein bisschen wieder auszublenden oder wegzublenden. Die bleibt auf jeden Fall gut stehen. Und jetzt gehe ich nochmal mit Peaches in Dream drüber. Da kann ich nämlich ein bisschen gröber arbeiten und großflächiger arbeiten. Zwischen Peaches in Dream und Bellini finde ich jetzt gar nicht so einen krassen Unterschied. Und da sieht man das? Ja. Ich tupfe hier an den Stellen, wo ich wirklich extrem viel Farbe drauf haben will, vorsichtig nochmal mit dem Pinsel und lasse die Farbe jetzt auch stehen. An den Rändern blende ich immer wieder hin und her, sodass da einfach irgendwo ein schöner Übergang entsteht und keine harten Kanten. So, ich glaube, das geht aber schon mal. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Ja, da. Da habe ich vergessen, ich blende meistens so ein bisschen einfach in den Innenwinkel rein oder einfach die Farbe so ein bisschen sanfter und seichter auf den Stellen. Also nicht, dass da auch zwischen meinem dunkelsten Braunton und einfach der Schimmerlidschattenfarbe irgendwo harte Kanten entstehen, versuche ich das einfach so weit wie möglich nochmal hinzublenden. Ich mache gleich den Schimmer. Ich gehe jetzt erstmal auf der anderen Seite direkt mit dem dunkelsten Ton ran. Gucken, ob der dunkler wirkt. Gucken, ob der sich hier besser schichten lässt. Meistens habe ich nämlich an der Stelle einen Fleck, der, wo keine Farbe haben, der Fleck will einfach keine Farbe haben. Und gehe jetzt hier mit dem dunkelsten Ton zuerst rein. Muss man also den dunkelsten Ton zuerst nehmen? Weiß ich nicht, funktioniert aber auf jeden Fall auch ganz gut. Ich finde, da wirkt er deutlich deckender als jetzt als zweite oder dritte Schicht. Und da sieht man nämlich auch richtig, wie dunkel der sein kann. Das ist witzig, ne? Es sind zwei die gleichen Farben. Einmal übereinander gelegt und einmal halt als erste Farbe benutzt. Und da sieht man, ich finde, man sieht es, dass dieser hier deutlich deckender ist als jetzt hier dieses. Und obwohl ich da auch wirklich drüber getupft bin und versucht habe, den da drüber aufzubauen, würde ich sagen, wenn ihr richtig Tiefe und Dunkelheit haben wollt, fangt mit dem dunkelsten Ton an und arbeitet euch dann zu dem hellsten Ton hin. Jetzt gehe ich in Taupe de Taupe rein. Das ist wirklich, der Name ist Programm, ein Taupe-Ton, ein wunderschöner Taupe-Ton, wie ich gerade jetzt hier so sehe. Und damit blende ich die Kanten aus. Also es sind keine schlechten Lidschattenfarben, keine schlechten Farben. Also die Farben sind pigmentiert, sind aber nicht bis in alle Ewigkeit schichtbar, was man jetzt einfach an diesem Braunton schon deutlich gesehen hat. Und selbst da, wo ich jetzt mehrmals aufgetupft habe, seht ihr das, da wird es ein bisschen fleckig. Also wirklich startet, wenn ihr diese Palette habt, mit dem dunkelsten Ton und arbeitet euch zum hellsten Ton vor und blendet dann mit den helleren Tönen besser aus, anstatt dass ihr die hellsten Töne zuerst auf den Flächen auflegt und dann mit den dunkelsten Tönen weiterarbeitet. Erspart euch deutlich viel mehr Blendfähigkeit, beziehungsweise ihr braucht nicht so weit blenden. Ich suche mir jetzt nochmal einen schmaleren Ton raus für die Farbe in the Nude. Das ist nochmal eine Runde Nummer heller und blende jetzt hier nochmal die Kanten von the Taupe aus. Nee, Taupe de Taupe. So. Das sieht schon mal gut aus. Es ist einfach nur, also es ist, gerade wenn man Lidschattenformulierungen nicht kennt, ist das wirklich Learning by Doing. Deswegen sagte ich ja, bei Beauty Bay weiß ich es schon, dass man einfach mit den dunkelsten Farben anfangen sollte. Sonst schichten die sich nicht. Zum Beispiel bei Rival de Lube oder so oder Rival Loves Me bei den günstigeren hat man das auch häufig, dass man einfach mit der dunkelsten Farbe anfangen sollte. Zum Beispiel bei der wunderschönen letztes Jahr von Rival Loves Me, dieser Weihnachts-LE, hatte ich das auch. Ich bin mit der dunkelsten Farbe gestartet und habe dann eine richtig schöne Tiefe und eine richtig schöne Farbabgabe gekriegt. Wäre ich mit der hellsten Farbe gestartet, glaube ich, und hätte versucht, die dunkelste drüber zu schichten, hätte sich das einfach nicht mehr gelohnt, beziehungsweise es wäre, hätte nicht funktioniert. So, Unterschied. Da muss ich ein bisschen weitergehen. Hier möchte ich gerne an der Stelle einfach nochmal die dunklere Farbe und gehe jetzt bis dahin, damit mein Augenlid nicht so deutlich aufliegt. Ich sag's mal lieber so.
So, hier gehe ich nochmal mit den Farben hin und her. Ich versuche jetzt nochmal mit Deep Soul hier hinten aufzubauen. Ich habe hier, da sieht man, das liegt nicht dieser Rand. Das liegt jetzt nicht daran, dass die Farbe irgendwie fleckig wird. Ich merke nämlich, dass an der Stelle einfach mein Auge ein bisschen drehen und dass dann einfach der Lidschatten oder beziehungsweise der matte Lidschatten sich so ein bisschen verflüchtigt. Also das ist jetzt nicht der Lidschatten, sondern das ist wirklich mein Auge gerade. Dass ich da einfach an der Stelle so ein bisschen träne. Aber ansonsten, da sieht man, ich mache mal die Augen zu, da sieht man, das ist dunkler geworden als auf der Seite. Also fangt mit der ersten, mit der hellsten, mit der dunkelsten Farbe an und arbeitet euch dann schön brav nach hinten durch. So, auf der Seite war ich mit den Orangetönen beschäftigt. Ja, man hat deutlich viele Farben. Man hat eine Farbe, die nennt sich Peach Fizz. Das ist dieser. Schön für den Inner Corner, einen leichten orangenen Schien dran. Ich swatche sie einfach mal hier. Da sieht man es auch ganz eben, ganz leicht, ganz schön, ganz glitzerig. Da sieht man auch besser das, glaube ich, nochmal. Wieso der jetzt an meinem Handrücken nicht so gerade halten will, weiß ich nicht. Ich trage auf jeden Fall, falsches Ding, den NYX Glitter Glue auf, weil ich mir denke, dass die Farben ganz gut davon profitieren werden. Und dann machen wir einfach mal weiter. Also die haben sich jetzt bei dem ersten Ton, den ich jetzt gerade geswatcht habe, nicht zu matschig angefühlt, also nicht so viel Öle drin, sondern ich würde mal sagen, Standard-Schimmerqualität. Und gerade so eine Standard-Schimmerqualität, die jetzt nicht irgendwie zu dünn ist oder so, da hält das eigentlich bei mir immer sehr, sehr gut mit Glitterglue. Und dann kriegt man nochmal einen Tacken mehr Glanz raus. Hätte ich jetzt hier den Trended Up Primer hingepackt, hätte ich wirklich so eine Kante, wie jetzt da unten, als ich getränt habe, so eine Kante damit gemacht. Und das möchte ich ja nicht. Der Glitterglue, der verschmilzt so ein bisschen einfach mit dem unteren. Man kann den unteren so ein bisschen hin und her schieben, das sieht man auch, da wird es ein bisschen heller. Aber ansonsten kreiert er keine harten Kanten, außer natürlich, man schmiert die sich einfach in den oberen Part hin, wo man keine Lidschatten haben wollte, beziehungsweise wo man keine Schimmerlidschatten haben wollte und versucht danach nochmal mit einem matten Ton drüber zu gehen. Das macht auch sehr schöne Ränder. So, Peach Fist kommt in immer Corner. Dann machen wir Rag to Riches. Heißt der Rags? Rags to Riches heißt er. Das ist dieser Ton hier. Der hat auch deutlich einen orangenen Unterton. Machen wir einfach hier hin, um die Sachen miteinander zu verblenden. Ich gehe mit dem Finger rein. Ich bin wirklich Typ, ich gehe mit dem Finger rein und dann sieht man nämlich auch direkt mal die Deckkraft. Ich würde sagen, es ist ein schöner Metallic, schöner Schimmermetallic. Ist das jetzt unbedingt was krass Besonderes? Nein, aber solange der so schön glitzert und glänzt und so auf dem Auge bleibt, ist es vollkommen in Ordnung. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt jedes Mal das krass Glitzernde, obwohl, ne, wenn man mir das anbietet, nehme ich das gerne. Aber wenn es halt den ganzen Tag so hält, finde ich das vollkommen in Ordnung. Und mit dem Peach Fizz gehe ich hier in den Inner Corner rein. Habe gerade meinen Finger einmal sauber gemacht und verbinde einfach so ein bisschen. Und da sieht man nämlich auch schöne Farbabgabe. Ich sehe auch den Unterschied zwischen Rag to Riches und zu Peach Fizz und verbinde jetzt einfach nochmal die beiden Farben so ein bisschen miteinander. Und dann ist nämlich auch schon der Schimmeranteil fertig. Ich gehe jetzt nochmal zurück in Deep Soul. Und blende hier nochmal den Peach Fizz ein bisschen mit ein. Da ist er. Aber man sieht auch an der Stelle, will einfach der Deep Soul nicht mehr halten. Also wirklich startet mit dem dunkelsten und geht dann wirklich weiter in den helleren über. Sonst habt ihr nämlich das Problem, da sieht man es, da geht gar nichts mehr. Also da müsste ich jetzt irgendwie mit dem Schimmerton arbeiten, kann ich natürlich auch machen. Ich gehe jetzt einfach in Velvet Crush rein, nehme hierfür einfach von meinem Urban Decay Pinsel den dunkelsten Schimmerton raus, kann man immer mal wieder machen oder kann man immer versuchen und gehe jetzt einfach hier hinten hin, denn meistens hält Schimmer trotzdem nochmal über den matten Tönen. Und verbinde einfach. Das ist nämlich auch nicht der krasseste Schimmer. Und ich glaube, ihr seht schon, dass dadurch einfach hinten das sehr viel deutlicher und sehr viel schöner geworden ist. Übrigens auch Fun Fact, wenn man ganz häufig einfach das Problem hat, dass einem hinten die matten Lidschatten wegrutschen, weil man einfach ein sehr tränendes Auge hat, versucht es mal mit Schimmertönen. Meistens halten die sogar einen Tacken besser. Guten Morgen, Birgit. So,
Jetzt habe ich auch so die Tiefe erreicht, die ich haben möchte. Das schneide ich so oder so gleich ab. Dann müsste das einigermaßen passen. Ich habe hier die ganzen Pinsel in meiner Hand. Super Basic Palette. Oh ja, aber aufpassen, wirklich bei der dunkelsten Lidschattenfarbe anfangen, die man haben möchte und dann zur hellen abarbeiten bzw. aufarbeiten, weil auch das nicht hundertprozentig funktioniert, dass die sich bis in alle Ewigkeit schichten lassen. Hätte ich von so einer teuren Palette so ein bisschen anders erwartet, aber ist halt so. So, das gefällt mir gut. Die Seite ist schick geworden. Jetzt gehe ich in die... Also das ist schon sehr, sehr kühl und neutral. Ja, ich überlege gerade. Ich möchte gerne den, das ist Champagne Chic. Der ist auch nochmal orange, ne? Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. So, so ein bisschen goldorange. Welcher auch toll ist... Ja, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das ist auf jeden Fall ein multidimensionaler Ton. Der hat nämlich, wie heißt das, pinkige Anteile. Der hat aber auch eher so eine neutrale bis gar keine Base. Super, cool. Aber ich glaube, das passt jetzt. Bulb, wieso soll das nicht machen? Wir machen heute dann ein wenig anders auf der Seite. Ich gehe jetzt hier in den ersten Ton rein. Das ist Wonderland. Und ich glaube, so Wonderland ist er nämlich auch. Gucke mal, wie der rüberkommt. Und, Licht ist aus. Wir müssen einmal umstöpseln. Und hoffen, dass es gleich wieder angeht. Oder ob ich einmal die Palette umgeknickt. Ich glaube, mein Kabel ist nicht richtig drin unter dem. Hoffen wir nochmal, dass gleich das einfach lädt. Und ansonsten muss ich gleich einmal unter den Schreibtisch krabbeln. So, deutlich weniger Glitzeranteil als der erste Ton. Also als die anderen. Eher, wie soll man es beschreiben? Also der sieht, nee. Ich krabbel mal eben unter den Tisch und setze mal meine Kabel wieder richtig. Kleinen Moment, ich bin sofort wieder da. Weil unter dem Tisch ist wohl ein Kabelbau bzw. ein Ding nicht mehr da. So, bin wieder da. Super, oder? Das mache ich nicht alles für euch. Jetzt gucke ich mal. Lädt es jetzt? Hat es jetzt? Ja, jetzt kommt. Jetzt sehe ich nämlich auch, dass das Knöpfchen da lädt. Jetzt weiß ich auch, wieso meine Kamera heute Nacht nicht geladen hat. Reicht aber noch vollkommen aus von der Kameramenge an Batteriemenge. Aber ne, immer mal wieder interessant. So, ich gehe jetzt nochmal hier in Wonderland einfach mit dem. Da war was dran. Mit dem gehe ich nicht rein, da war schwarz dran. Dann nehmen wir einfach hier einen fluffigeren Pinsel, der ist von Sigma. Und ich gehe nochmal in Wonderland rein. Ich habe den so ein bisschen aufgeraut in der Palette. Und gucke, ob der jetzt einfach dadurch ein bisschen glänzend ist. Ich finde den, ich fand den jetzt gerade im Pfännchen interessanter als auf dem Auge, muss ich mal gestehen. Also der ist für mich eher so ein bisschen langweilig, weil da einfach nicht so viel krasser Schimmer drauf ist. Und jetzt gehe ich in Girl Boss rein. Girl Boss ist der genau daneben, ganz unten. Das ist wirklich so ein, ihr werdet sehen, so ein eher Peach, nein, eher Bordeaux-farbener. Das ist dieser hier. Die sind alle sehr, sehr glatt. Also da ist jetzt nicht irgendwie, der sollte mehrdimensional sein. Wonderland ist es jetzt aber nicht wirklich. Aber ansonsten, die fühlen sich aber nach einer guten Qualität an. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, die Qualität ist doof, sondern Wonderland ist jetzt einfach nicht so schön glänzend und strahlend. Deswegen gehe ich jetzt auch gerade mit dem anderen so ein bisschen mehr darüber, weil mir das einfach zu wenig Glanz hat. Dafür gehe ich jetzt einfach in Iconic rein, das ist dieser. Und setzen wir den einfach über Wonderland drüber, weil ich da auch so ein bisschen Helligkeit wie bei dem anderen Look haben möchte. Mal gucken, ob das funktioniert. Ob ich da einfach nochmal hier, ja, ein bisschen mehr Helligkeit in den vorderen Bereich hinkriege. Man kann immer so viele Glitzerpartikel bzw. Schimmer, Lidschattenschichten, wie man gerne haben möchte. Jetzt habe ich so viele Pinsel bei mir vorne liegen. Jetzt gehe ich einmal in den hier nochmal rein, blende nochmal so ein bisschen diese Brauntöne miteinander zusammen. Und im hinteren Bereich gehe ich auch wieder in Deep Soul rein und blende hier mit hin und her. So. Auf der Seite, sage ich ja, habe ich als erstes den Mattenton aufgelegt. Auf der Seite habe ich es halt nicht gemacht. Und man merkt deutlich den Unterschied zwischen den einzelnen, also wo ich es gemacht habe und wo ich es nicht gemacht habe. Deswegen sage ich, man muss immer schauen, ist die Qualität dadurch schlechter?
Nein, es haben viele Lidschattenbrands einfach das Problem, beziehungsweise Lidschattenfarben das Problem, dass man sie jetzt nicht bis in alle Ewigkeit schichten kann. Und das muss man halt einfach wissen. Wenn man das einmal weiß und einmal damit zurechtkommt, ist das vollkommen in Ordnung für mich. Ich habe da jetzt keine Probleme mit dem dunkelsten Farbton anzufangen, wenn ich einfach die Tiefe haben möchte. Brauche ich diese Tiefe nicht, kann ich auch gerne mit dem Farbton, also mit einem helleren Farbton anfangen und dann mich nach oben durcharbeiten oder nach hinten durcharbeiten. Muss aber davon ausgehen, beziehungsweise habe manchmal einfach das Problem, dass der halt nicht überall gleich gut mehr sitzt, dann der Lidschattenton, und dass ich an manchen Stellen dann halt das ein bisschen fleckiger habe. Und ich möchte halt so schnell und so einfach arbeiten, wie es geht. Und deswegen würde ich immer bei der Lidschattenpalette einfach dazu tendieren, erst die dunkelsten Farben aufzutragen und dann den hellsten Farbton. Und dann war es das. So. Einmal schon mal ein bisschen Vorlaut weggemacht, da sieht man auch. Ich bin einfach hier schon mal so ein bisschen in die Kanten reingegangen, die ich so oder so nicht brauche. Aber auch einfach hier unten nochmal mit einem Mikrofasertuch dran, damit ich das Vorlaut nicht gleich in meine Foundation mit einarbeite. Jetzt gucke ich mal, habe ich hier meinen, habe ich nicht. Ich muss mal einmal an meine Kiste ran. Habe ich nicht, habe ich wohl. Ich wollte nämlich heute mit meinem Catrice Eyeshadow Primer bzw. Under Eye Brightener wieder arbeiten und setze mir den einfach hier vorsichtig drunter, verbinde einfach so ein bisschen. Wenn ihr sagt, der rutscht euch zu doll hier in diese Fältchen rein, tragt den einfach drunter auf. Meistens benutze ich so oder so an diesem Part so ein bisschen mehr Lidschatten und dann braucht man an der Stelle auch keinen Brightener, denn wenn da Lidschatten sitzt, was soll denn da noch eine zweite, dritte Schicht sein? Umso weniger Schichten man einfach an den Stellen, wo Fältchen sind, hat, umso weniger deutlich werden sie auch, weil da einfach weniger Produkt reinrutschen kann. So, jetzt gibt es eine Foundation, die fand ich letztes Jahr richtig, richtig gut. Das ist nämlich die, das am besten die. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich habe die letzten Tage einmal getragen und ich fand die nicht mehr so gut. Und ich möchte sie jetzt einfach nochmal ausprobieren. Die ist sehr, sehr fest von der Textur. Und ich weiß nicht, ob ich da einfach nicht mehr mit zurechtgekommen bin oder ob ich jetzt eine andere Variante präferiere. Aber oder sie einfach irgendwie eingetrocknet ist oder ich zu wenig genutzt habe oder was auch immer. Auf jeden Fall ist das die Farbe. Die ist auch relativ dunkel, deswegen möchte ich sie jetzt noch testen, bevor ich im Winter aussehe wie so ein Umpa Lumpa oder einfach wie, du hast es falsch gemacht. Und da sieht man nämlich auch, Farbe geht noch so gerade eben, ist aber schon wirklich auf der dunklen Seite. Ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen mehr. Ich habe dann nämlich auch viele Pumpe auf meiner Hand und gehe jetzt mit dem Beauty-Schwämmchen rein. Putze immer meine Finger daran ab und dann klopfe ich die jetzt ein. Also letzte Mal, als ich die aufgetragen habe, fand ich die sehr, sehr dick auf meiner Haut. Also letztes Mal heißt vor einer halben Woche oder vor einer Woche oder vielleicht auch schon zwei Wochen. Und dass sie sich schnell einfach in meine Poren abgesetzt hat. Und ich möchte jetzt einfach nochmal testen. Ist das wirklich so gewesen? Habe ich einfach zu wenig benutzt und habe sie dann nicht richtig mehr verblendet gekriegt? Oder woran hat es gelegen? Oder ist sie einfach eine Foundation, die ich nicht mehr tragen kann? Gibt es ja auch immer wieder. Ja, und man sieht auch, sie hätte deutlich für mich heller sein können. Ich war aber letztes Jahr, habe ich eine YouTuberin geschaut, wo ich dachte, ey, die hat bestimmt voll die gleiche Hautfarbe wie ich. War nicht so. Und hatte mir die dann online bestellt, als dann das Sortiments-Update von Essence kam. Deswegen möchte ich auch gerne die Catrice Foundation wirklich erst im Laden sehen. Weil nämlich, ich hätte mir, glaube ich, die 017 geholt oder so. Die 017 ist aber bei denen schon auf der Seite fair, also sehr, sehr hell, deklariert. Und theoretisch müsste ich dann eher, also ich bin ja eher so Richtung helle Haut, aber nicht fair. Also nicht mega, mega hell und wie Papier oder so. Sondern dann habe ich doch schon ein bisschen Farbe und ich glaube, fair wäre mir dann zu hell. Aber ich möchte sie im Laden sehen, ich möchte sie swatchen, ich möchte sie angefüllt sehen. Und dann werde ich mir überlegen, ob ich die brauche oder nicht. Und vielleicht dann die mit euch einfach teste. So, einmal an der Stelle. Und nochmal ein bisschen mehr. Ja, und jetzt gucke ich mir die einfach mal mit meinem kleinen Spiegel an. Gefällt sie mir heute? Gefällt sie mir nicht? Also bei mir ist sie heute deutlich nicht so fest in die Poren gerutscht, wie beim letzten Mal, als ich sie aufgetragen habe. Aber man sieht sie. Also es ist jetzt keine Foundation, die einfach mit der Haut verschmilzt, sondern man sieht sie. Man sieht deutlich, dass ich jetzt Foundation trage und
Weiß ich nicht, ob das im Moment so das ist, was ich gerne haben möchte. Vielleicht im Winter, aber im Winter ist sie mir deutlich zu dunkel. Und ich habe halt hier immer noch Foundation auf meiner Haut, beziehungsweise auf meinem Handrücken. Die wische ich mir jetzt weg. Und ich könnte euch auch raussuchen, ne? Theoretisch könnte ich euch auch wieder raussuchen. So, einmal wieder zurück. Machen wir doch mal. Dann wirke ich nämlich deutlich heller und das sieht man nämlich auch. Ich könnte auch eine deutlich hellere Foundation haben. Wäre auch gar nicht mal so übel. Da sieht man, da habe ich so ein bisschen weit eingetragen. Ich könnte auch eine deutlich hellere benutzen. Und muss jetzt einfach noch mal ein bisschen gucken, dass ich gleich mit Bronzer und so meinen Hals wenigstens ähnlich dunkel kriege, wie mein restliches Gesicht jetzt. So. Wie immer, Concealer meiner Wahl. Ich benutze Concealer so lange, bis ich sie aufgebraucht habe und gehe dann erst hin und nehme einen weiteren neuen Concealer. Weil diese halt meistens irgendwelche Applikatoren haben, also solche Applikatoren, und man dann doch irgendwie über die Haut geht immer, möchte ich halt nicht, dass die so schlecht werden oder dass die halt irgendwie kippen oder wie auch immer. Und deswegen, oder ich noch mehr Pickel kriege durch die Dinge. Und deswegen machen wir es einfach so. So, hier hinten nehme ich den helleren Concealer und ziehe das einfach nach oben hoch. Gucke mir immer mal wieder in den Spiegel oder gucke mich im Spiegel gerade an, sodass ich sehe, ob ich da vielleicht einmal zu hoch gegangen bin oder zu niedrig gegangen bin. Ich versuche das dann immer wieder zu korrigieren. Manchmal klappt es einfach nicht mehr, weil man dann sonst zu viel wegschneiden würde. An manchen Stellen funktioniert das aber und muss dann auch immer wieder zur Seite gucken, ob das denn ungefähr gleich ist. So, hier kann ich jetzt auch ein bisschen wieder Licht runter machen. So, ich glaube besser, oder? So. Ich mag schon gerne Licht auf meinem Gesicht haben. Ich mag aber nicht, wenn mich das komplett ausbleicht. Ja, man sieht dadurch einfach einen Tacken mehr Fältchen oder so. Ist aber jetzt nicht weiter schlimm, oder? Beziehungsweise Unreinheiten, Unebenheiten. Ich habe die halt, ich bin ein Mensch. Und ich finde es immer sehr, sehr toll, wenn Leute das dann auch zugeben und zeigen, dass man halt nicht immer direkt komplett flawless ist und die schönste Haut hat. Gerade wenn man halt schon etwas älter ist, hat man Fältchen und hat man Unebenheiten und unruhige Hautstellen einfach und muss man so oder so mitleben. Ja. Ich glaube, das geht aber einigermaßen. Ich glaube, man kann diese Foundation zumindest farbtechnisch einigermaßen machbar machen. So. Vorsichtig. Und jetzt hätte ich die. Ja, ich hätte immer relativ fix, weil ich ja ölige Haut habe. Und ob ich die jetzt schneller hätte oder nicht, macht eigentlich keinen Unterschied. Man merkt auch noch, dass sie klebrig ist. So, einmal mit meinem Beauty-Schwämmchen und der Coconut, Crazy Coconut, mit dem Crazy Coconut Fitting, Fixing, heißt das eigentlich Setting? Scented Setting Powder, genau. Gehe ich jetzt einmal überall drüber. Man muss immer ein bisschen aufpassen. Das Ding hat ganz, ganz große Poren, wo man das Produkt rausschüttelt. Und wenn man unvorsichtig ist, hat man es halt überall hängen. Und deswegen muss ich da immer ein bisschen aufpassen. Und meistens habe ich auch diesen Puffel einfach in dem Setting-Puder drin, sodass, wenn ich damit schüttel, das nicht zu doll ist. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Nein. Vielleicht zu doll aus. Auf jeden Fall muss ich dann jetzt erstmal hier reingehen und das Ganze wieder rausholen. So. Ich liebe Setting Puder. Und gerade hier, dieses ist echt freundlich zu den ganzen Poren, beziehungsweise man kann sehr, sehr viel verwenden, ohne dass man kalkig aussieht und ohne dass man zu mattiert aussieht. Finde ich total klasse. Ich hatte auch schon Puder dabei, wo man einfach extrem mattiert aussah und das dann gar nicht mehr irgendwie passte. Also, dass das gar nicht mehr nach Haut aussah. Und bei diesem hier ist das halt überhaupt nicht so. Zack, überall einmal drüber, an den Seiten, an den Kanten. So, dass ich hoffentlich gleich mal meinen Bronzer schick auftrage. Ich suche gerade meinen Bronzer. Der ist mir gerade runtergefallen. Ah, ich bin heute gut, oder? Ja, lebt aber noch. Als Bronzer nehme ich wieder diese beiden. Als Blush habe ich heute was anderes dabei. Aber Richtung Bronzer, ich bin faul bei solchen Dingen. Ich bin wirklich, Blush, Bronzer, Highlighter brauche ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag wechseln.
Wenn das einigermaßen passt, dann benutze ich das gerne weiter. Bei Lidschattenpaletten habe ich ja schon häufig erzählt, liebe ich einfach die Abwechslung, die Formulierung, wo man mit arbeiten muss oder wo man einfach so ein bisschen rausgefordert wird. Das ist einfach so meins. So. Einmal runtergehen. Ich glaube, dann ist es auch nicht mehr ganz so schlimm mit meiner Foundation beziehungsweise mit den Übergängen zwischen Foundation und Hals. Vermutlich werde ich im Laufe des Tages sehr gebronzt aussehen. Das ist auch der Vor- oder Nachteil, wenn man ölige Haut hat. Dadurch kommen die Farbpigmente, wenn die Haut nachglänzt, immer noch mal einen Tacken besser raus. Das heißt aber auch, dass wenn man eine zu helle Foundation benutzt hat, es deutlich zu hell rauskommt. Also wenn man eine zu rosa Foundation benutzt hat, man deutlich aussieht wie ein kleines Schweinchen. Also dass dann diese rosa Pigmente sehr, sehr krass durchschimmern, durchscheinen und nochmal mehr betont werden. Also man sieht dann, wenn man halt einfach das Falsche benutzt hat, finde ich nochmal einen Tacken mehr, wenn es dann halt nochmal glänzt. Und sehr doll glänzt, also überall im ganzen Gesicht. Es ist keine Stelle, wo ich sagen würde, an der Stelle glänze ich jetzt nicht, sondern ich glänze auch wirklich in dem Bereich hinein und nicht nur in der T-Zone. Ich meine, dafür braucht man halt einfach keine Glowy Blushes oder so, sondern das macht mein Gesicht von vornherein und direkt mal selber. Also ich bin immer froh, wenn der Blush so lange matt aussieht, wie es geht. Und manche lieben ja diese Glowy Blushes, die brauche ich halt einfach nicht. Toller Grund, oder? Das ist halt der Nach- oder Vorteil, wenn man einfach sehr, sehr ölige Haut hat. So, ich gehe jetzt hier mit der Doja Cat-Reihe rein, denn ich habe mir eigentlich gedacht, ich würde ja ein Augen-Make-up schminken. Und ich wollte ja so ein bisschen in diese kühlere Variante gehen. Hat auf der Seite total funktioniert. Und deswegen habe ich mir gedacht, nimmst du die Doja Cat-Reihe, weil da ist einmal, oder da sind zwei Töne drin, das sind diese beiden, die schon eher auf der kühlen Variante sind. Einmal so einen dunkleren, einmal einen helleren und das ist ein ganz krasses Gelb. Habe ich super selten benutzt bis jetzt. Meistens mische ich einfach die helle und die dunkle Variante und trage mir hier die dann so ein bisschen auf und verbinde nach oben. Man kann hier hinten auch ganz gut einfach mit dem dunkleren, kühleren Ton arbeiten und dann nach vorne den helleren Ton benutzen, sodass man direkt mal einen Übergang hat und sich auch keine Angst machen oder da nicht ganz so viel Angst haben muss, dass man halt im vorderen Bereich die Übergänge nicht hinkriegt, sondern wirklich arbeitet mit dem dunklen Ton im hinteren Bereich, wer Bock auf dunkel hat, und geht einfach am vorderen mit dem helleren rein und die Übergänge natürlich dann auch mit dem helleren. Also ich mag die Farbe. Gerade im Winter oder so finde ich die total schön. Ist halt mal was anderes und mit dem helleren gehe ich dann auch mal über die Nasenspitze, so, oder nicht über die Nasenspitze, sondern über meine dicke Nase da vorne drüber. Den kann man nämlich schön aufbauen. Ja, gefällt mir. Bei mir kann gerne viel Blush sein und die Kanten, die ich jetzt hier so ein bisschen kreiert habe, die mache ich mir gleich mit Highlighter weg. Denn der Highlighter hat ja so oder so oder meistens einfach irgendwie so ein bisschen Eigenfarbe. Und wenn man die Eigenfarbe dann benutzt, dann kriegt man diese harten Kanten schnell weg, ohne dass man sich da jetzt irgendwie Gedanken machen müsste, dass an den Stellen einfach irgendwie harte Kanten unter dem Auge sind. Sondern wenn man dann einfach hier vorsichtig mit dem Highlighter hingeht, hat man diese harte Kante oder die härtere Kante einfach schon wieder weggeschminkt. Und wenn man hier so ein bisschen noch nach hingeht und wirklich vorsichtig arbeiten. Das war übrigens wieder mal The Balm, The Mary Luminizer. Und da sieht man auch, wenn man den häufig benutzt, dann kriegt man auch echt einen schönen Dippen. Wenn man einen Highlighter oder auch viele Produkte einfach nur einmal benutzt, dann dauert das sehr, sehr lange, bis man irgendwie sowas hinbekommt. So, Gesicht ist soweit fertig. Ja, ist schön blushy. Ist aber nicht schlimm. Ich sage ja, ich mag gerne Blush. Und jetzt gehen wir einfach weiter. Ich starte mit dem Ton und arbeite mich dann auf beiden Seiten und arbeite mich dann einfach durch. Nehme dazu einfach so einen Smudger-Pinsel, den mache ich mir jetzt sauber, da war nämlich auch schon vorher braun dran, dann ist das nicht ganz so tragisch. Ich gehe jetzt hier, das ist der dunkelste Ton übrigens in der Palette, der heißt Deep Soul. Sieht, finde ich, wärmer aus, als er auf meinem Auge rüberkommt. Ich hätte nämlich gedacht, dass da ein bisschen mehr Wärme drin ist. Und arbeite jetzt einfach hier am unteren Wimpernkranz bis ungefähr Mitte, nicht ganz nach vorne. Streiche einmal ab. Und welchen hätten wir denn noch nicht benutzt an matten Tönen? Wir haben in The Nude haben wir schon benutzt. Dann nehmen wir jetzt einfach mal diesen hier auf beiden Seiten auch gleich. Das ist dann der Ultimate Tan Ton. Und den trage ich mir einfach mal hier auf.
Und auf der anderen Seite auch gucken mal, ob der nicht schon fast zu hell ist. Oder was der überhaupt auf meine Hautfarbe macht. Ich bin nicht dunkel, ne? Also ich bin jetzt nicht irgendwie dunkel, aber wenn man einfach bei meiner Hautfarbe so gut wie gar keine Schattierung hinkommt, dann weiß man auf jeden Fall, für dunkle Hauttypen wäre das rein gar nichts. Aber da geht es auf jeden Fall noch. Man kann mit der Farbe ganz gut ausblenden und ist im Prinzip dann schon fertig. So, was haben wir denn noch an Schimmertönen, die ich noch nicht benutzt habe? Für den Inner Corner hat man relativ wenig noch. Also ich habe ja Peach Fuzz und Icon schon benutzt. Das sind, boah, das wäscht heute aus, ha? Das ist Icon. Icon habe ich auf der Seite drüber gesettet. Ich glaube, jetzt nehme ich den einfach mal solo als Inner Corner Ton. Dann könnt ihr nämlich auch nochmal ganz genau sehen, wie sieht der denn solo aus als Inner Corner. Kann er was, bringt er was und auch wirklich auf beiden Seiten. Man hätte jetzt hier mit Peach Fuzz nochmal arbeiten können, aber Icon bringt auf jeden Fall eine schöne Helligkeit mit. Und den trage ich mir jetzt auch noch hier so ein bisschen hin und auf der anderen Seite auch. Ja, dadurch, dass ich jetzt an manchen Stellen einfach die gleichen Farben genommen habe, harmoniert der Look trotzdem, obwohl ich unterschiedliche Schimmerlidschatten genommen habe und zum Teil auch unterschiedliche Matte-Lidschatten genommen habe. So, aber an manchen Stellen möchte ich halt gleich aussehen. Und wenn ich die meiste Zeit halt so gucke, dann sieht man fast keinen Unterschied zwischen dieser und dieser Seite, obwohl mir diese Seite von den matten Lidschatten einfach deutlich besser gefällt. Ich bin halt auf dem Auge eher ein warmer Typ als diese kühlen Farben. So, gehe nochmal nach oben so ein bisschen und hier nochmal so ein bisschen hin, halt versuche das ähnlich wie die zweite Seite zu machen. Welchen Ton haben wir da noch nicht? Wir haben noch Closing Party, das ist dieser hier, oder VIP Vibes. Den VIP Vibes nehme ich mir jetzt nochmal. Ich habe den jetzt nicht sauber gemacht, den Pinsel, und gehe jetzt hier vorsichtig einfach nochmal so ein bisschen weiter am unteren Wimpernkranz. Ich mag das eigentlich immer ganz gerne, wenn dann einfach nochmal am unteren Wimpernkranz ein bisschen Schimmer da ist. So. Jetzt fehlt nur noch Augenbrauen, Lippen, nur noch, ne? Es fehlen noch die Augenbrauen, die Lippen und die Wimperntusche, die Mascara. So, was machen wir denn? Ich nehme einfach hier aus der Rival Loves Me, aus dieser Beach-Reihe, den Kajalstift. Nicht so weit raus drin, dieser. Der ist nämlich sehr, sehr weich. So heißt das Wort. Und wenn man den nämlich zu fest raustritt, bricht er einem sofort ab. Aber der ist gar nicht mal so übel. So. Farbabgabe ist nämlich wunderbar. Der ist einen Tacken wärmer, als jetzt die Beach Vibes Kollektion war, und hat ein bisschen mehr von diesem Orange-Stich mit drin. Aber ich glaube, gerade wenn man... Ich muss da ein bisschen nacharbeiten. Gerade wenn man halt so ein bisschen kühler auf den Augen ist, funktioniert das bei mir nämlich meistens ganz gut, wenn man dann einfach so ein bisschen einen anderen Vibe noch mit reinbringt. Und auf der Seite funktioniert das besser. Da harmoniert das nämlich mit diesem Orange ganz oben. So. Augenbrauen. Der ist echt schon geschrumpft. Der war, glaube ich, immer doppelt so lang. Das ist der von Action. Der Augenbrauenstift in Blond. Und damit fülle ich jetzt den hinteren Part meiner Augenbrauen auf. Vorne gehe ich nur vorsichtig einmal durch, aber der hintere Part braucht halt ein bisschen Definition. Und deswegen gehe ich eigentlich immer mit dem von Action da rein und fülle einfach nur auf. Dass ich gerade habe ich kleine Hautschuppe, die mache ich mir nachher einfach mit einer Pinzette weg und gehe vorsichtig nochmal mit dem Blush hinterher, weil nämlich unter der Hautschuppe meistens einfach helle Haut ist. So, das reicht schon. Brauche jetzt auch nicht zu übertrieben sein. Augenbrauen eben schön gestalten, beziehungsweise einigermaßen in place machen. Und dann geht es mit dem Kryolan Augenbrauenstift weiter. Das ist dieser hier. Einfach schön vorsichtig, so ein bisschen durch. Der macht nicht zu viel Staying Power, der reicht aber deutlich aus. Ich könnte mit dem hier jetzt aber keine Feathered Augenbrauen nach oben schminken. Also das funktioniert nicht, denn diese Feathered Augenbrauen nach oben, die würden einfach nicht halten, die würden bei mir direkt wieder runterfallen. Und dafür habe ich auch einfach im Moment nicht die Geduld. Ich möchte halt nur nicht, dass wenn man von oben reinguckt, halt man direkt durch meine Augenbrauen gucken kann. Und das macht dieses Zeug eigentlich ganz, ganz gut. So, Wimpern. Wimpern muss ich mir auch nochmal schauen.
Welchen haben wir denn da? Ich muss mal einmal kurz wühlen. Ah. Erster gefunden ist da wieder von die beste Lidschattenpalette aus Adventskalendern ist sowieso die I'm a Woman, What's Your Superpower. Oh ja, die ist richtig gut. Die hat auch richtig, richtig schöne Glitzertöne drin. Die habe ich nämlich auch noch zu Hause. Die ist von Seattle, London. Die hat jeder direkt immer verschenkt und weitergegeben, weil Seattle, London ja nicht immer so den besten Ruf hat, was Lidschattenpaletten angeht. Und die ist richtig gut. Damit könnte ich auch nochmal einen Look schminken. Die hat diese Bordeaux-farbenen, diese kühleren Bordeaux-Aubergine-Farben ganz viele drin, aber auch die warmen Brauntöne drin. Im Prinzip sehr, sehr ähnlich zu der Iconic London. Ich könnte die auch mal einfach nebeneinander halten oder swatchen. Das könnte ich natürlich auch machen. Und dann seht ihr nämlich, Seattle London ist deutlich besser als Iconic London von den interessanten Schimmertönen. Von den Basic-Schimmertönen, glaube ich, tun sich beide Varianten nichts. Aber von den interessanten Schimmertönen, glaube ich, räumt Seattle London mit der I am a woman, what's your superpower echt ab. Ja. Einmal bitte doof in die Kamera gucken. Mike, so oft, dass ich einfach so runter gucke. Ich weiß nicht, ob sich dann, habe ich ja schon letztes Mal, ob dann irgendwie die Augenpartien an den Stellen ein bisschen straffer sitzen oder so. Ich kann es euch echt nicht sagen, aber es machen ganz viele ganz häufig. Oder einfach, ne, diesen hier. Den kleinen Fisch. So, einmal. Wieso jetzt diese eine Wimper so doof da rumgucken will, weiß ich nicht. Kann man auch ganz einfach machen, indem man einfach hier oben wieder die Wimperntusche so ein bisschen abmacht und dann versucht nachzuarbeiten. Ja, besser. Ist heute nicht perfekt von den Wimpern, aber es ist vollkommen in Ordnung. Genau, Lippen. Lippen habe ich heute. Heute passt das nämlich einigermaßen, obwohl passt das zu der Seite. Ich habe einmal die mitgebracht und ich bin ja so ein bisschen neugierig. Ich möchte mal den von Banana Beauty ausprobieren in Pretty in Plum. Ich glaube, der würde relativ gut zumindest zu der Seite passen, zu der vielleicht nicht unbedingt. Machen wir einfach mal, ne? Ist mein erstes Mal. Ich habe die, glaube ich, schon anderthalb Jahre bei mir im Schrank liegen. Ich habe die, glaube ich, mal bei Banana Beauty gewonnen. Und seitdem liegen die da. Ja, riechen aber noch süß. Sehr, sehr süß. Und guck mal, wie die sich auftragen lassen. Ist auf jeden Fall Farbe. Ich und Lippenstifte, ne? Also meine Lippen sind ja nicht die schönsten. Ich kann oben sehr viel übermalen. Zierte kurz, sind langweilig, aber super für den Urlaub. Ah, okay. So, Entschuldigung, dass ich jetzt so ruhig war, aber ich und solche Lippenprodukte sind einfach sehr, sehr schwierig immer. Weil ich einfach, ne, kleine Lippen habe, wenig Lippen gerade oben habe. Ich kann dafür die relativ viel übermalen, dadurch, dass die halt so klein sind, ne? Aber trotzdem, man muss halt immer aufpassen. Und meine Lippenform ist hier unten auch nicht immer super optimal und deswegen... Luft anhalten und dadurch. Ich glaube, das ist ein Liquid Lipstick, der trocknet nämlich gerade runter. Wusste ich auch vorher nicht, ich habe den einfach gegriffen. Ist aber... Ja, das sieht so sieht der eigentlich aus. Ich finde, der ist ein bisschen rötlicher oder pinkiger. Du brauchst einen Lip Liner. Ja, aber trotzdem bin ich zu doof dazu. Also ich... Ne, Lip Liner und ich sind genauso wenig Freunde wie alles andere. Also... Es feathert ja nicht aus, aber dadurch, dass ich einfach so kleine Lippen habe, beziehungsweise eine kleinere Oberlippe habe, muss man halt immer sehr, sehr extrem und genau gucken. Ich kann auch sehr lange sehr viel nachmalen. Ich kann auch größer werden bei meiner Oberlippe.
Sieht aber dann aus wie so. Nee, brauche ich dann halt nicht. So, wir swatchen einfach jetzt mal. Denn der Augen-Make-up bzw. der Look ist soweit fertig. Man sieht auch, jetzt geht der Blush deutlich weniger, wird deutlich weniger. Und ich swatche jetzt einfach mal von da nach da und dann immer so weiter. Also von da nach da nach da. Und dann gucken wir mal, wie ich swatche erst die Schimmertöne. Machen wir mal so. Und dann swatchen wir die matten Töne. Die fühlen sich nämlich oder sehen sehr, sehr gleich aus. Also wie schöne Standard Metallic. Übrigens ist das nicht die neue Palette, die in der Glossy Box drin vorkommt. Ton dunkler als der Stick. Ja, okay. Das ist nicht die, die in der Glossy Box ist. Sondern in der Glossy Box kommt eine Iconic London Lidschatten Palette, die deutlich wärmer ist als diese hier. Wer jetzt aber trotzdem sagt, ich wollte jetzt mal schauen, wie die Formulierung ist, beziehungsweise sag was über die Formulierung, dem kann ich jetzt einfach mal weiterhelfen, weil die Lidschatten Palette von Iconic London ist ja, ne, 25. Türchen. Und das ist natürlich das Nonplusultra aus der, wieso man sich so einen Glossy Box Adventskalender kauft oder nicht. Und von den Schimmerlidschatten, ich swatche sie gerade halt alle in meiner Handfläche, die sind schimmrig, die sind metallic, die sind, haben eine ganz normale Schimmerformulierung. Ich kann nur für diese Palette sprechen, ich kann nicht halt für die neue Palette sprechen, ob die sich da nochmal bei der Schimmerformulierung irgendwie was, ob sich da nochmal was geändert hat. Man sieht, die haben schönen Glanz, die haben aber keinen extra Sparkle drin, extra Glitzer oder sowas drin und auch keine besonderes kleinen Glitterpartikel oder so, sondern es ist wirklich ein Standard Metallic Schimmer. Wie zum Beispiel wie halt viele andere günstige Paletten, würde ich schon mal behaupten. Also da ist jetzt nicht irgendwie was, wo ich sage, meine Güte, die glänzt aber anders oder meine Güte, die hat jetzt irgendwelche besonderen Sparkles oder so drin. Aber wer auf Standard Metallic Schimmer steht, die sind nicht irgendwie trocken oder so. Die fühlen sich ganz normal, ganz, also wirklich Standard an. Also da oben sind die beiden jetzt nochmal. Jetzt kommt die letzte Reihe mit Iconic Wonderland. Der fühlt sich trockener an, der Wonderland. Dieser Duochrome-artige Ton. Und der fühlt sich auch wieder Standard an. Also dieser hier, der so ein bisschen interessanter wirkt manchmal in manchen Lichtverhältnissen, der ist deutlich nicht so glitzerig. Wenn man nicht mehr weiß, welche Finger man gerade geswatcht hat, der hier ist deutlich nicht so glitzerig, aber die anderen sind alle eher auf dem gleichen Glitzerfaktor-Level wie jetzt, im Prinzip wie die ganze Palette. Wer drauf steht, ich sage ja, die beheben nicht irgendwelche Fältchen komisch ein oder betonen nicht irgendwelche Fältchen, dafür sind die halt dünn genug. Sie, glaube ich, gehen genauso gut mit. Ich gucke mich gerade direkt mal an, damit ich euch das so ein bisschen beschreiben kann, was ich jetzt so sehe. Die betonen nicht irgendwelche komischen Fältchen. Die legen sich auch nicht in die Fältchen rein. Man sieht aber meine Fältchen deutlich, weil dadurch einfach kein besonderer Glitzer oder Sparkle jetzt drin ist. Wer sagt, er mag gerne diese Formulierung? Ja, wieso nicht, ne? Kriegt man die auch mit einer Action-Palette für 5 Euro? Ja, genau, diese Formulierung kriegt ihr mit 5 Euro Paletten von Action. Hier gerade die neue Fab Factory Palette, die hat ja schon eine sehr ähnliche Formulierung. Super. Wie oft schaffe ich das Wort Formulierung in einen Satz? Und dann kommen auch diese. Die fühlen sich sehr, sehr seidig, cremig an. Das sind die ersten 3 matten Töne, beziehungsweise da ist auch nochmal der 4. matte Ton. Die habe ich heute alle benutzt. Ja, machen wir da mal. Das sind die ersten. Schöne, neutrale Brauntöne sind hier drin. Dann haben wir einmal mit Merlot ein bisschen was Besonderes. Den habe ich heute natürlich nicht genommen. Dann haben wir Peaches and Dreams. Das ist übrigens der einzige, den ich heute nicht genommen habe. Das ist Bellini. Und dann haben wir hier als letztes noch Marshmallow. Marshmallow ist im Prinzip der Standard-Cremeton. Zumindest für mich, einfach zum Setten meines Augenlides sehr, sehr gut geeignet. Und das sind die anderen, das sind die so ein bisschen besonderen. Ja, ich habe jetzt ein bisschen viel genommen, deswegen bröckelt es gerade so ein bisschen. Ist aber jetzt nicht im Pfännchen überaus bröckelig, sondern einfach vollkommen in Ordnung. Ist es eine Palette, die jetzt irgendwie was Besonderes in meiner Sammlung ist? Nein. Weil
Ist halt, wie Birgit schon gerade gesagt hat, eine schöne Alltagspalette. Eine Alltagspalette, wo man nicht viel drüber nachdenken muss. Eine Alltagspalette, wo man einfach sagen kann, ich nehme ein, zwei, maximal zwei Schimmertöne aus der Palette. Die unterscheiden sich jetzt nicht ganz so krass. Die unterscheiden sich, ja, hier, das ist ein bisschen gelb-goldener, das ist ein bisschen peachiger, brauner, orange-goldener und nur Gold mit Gold und Gold. Vollkommen in Ordnung. Bräuchte ich jetzt eine zweite oder dritte Palette von Iconic London? Ich glaube nicht. Also dafür wäre mir die einfach zu wenig spannend. Aber alltagstauglich, vollkommen in Ordnung. Startet mit dem dunkelsten Farbton. Dann werdet ihr auch bei den restlichen Farben keine Schwierigkeiten haben. Also überlegt euch vorher, wie dunkel soll euer Augen-Make-up aussehen? Oder wie hell soll euer Augen-Make-up aussehen? Und wenn es halt dunkel werden soll, startet mit dem dunklen Braun. Denn das dunkle Braun lässt sich zum Beispiel über Bellini, Merlot, nee, Bellini oder so, nicht gut schichten. Da bin ich jetzt gerade hier nochmal mit dem dunkelbraunen Schimmer drüber gegangen, damit das überhaupt irgendwie eine Einheit ergibt und nicht halt irgendwie fleckig. Also macht was, überlegt euch, ist es euch wert, den Glossy Box Adventskalender für so eine Palette zu kaufen? Oder seht ihr vielleicht in den anderen Produkten mehr Wert irgendwo? Sie ist gut, sie ist aber jetzt auch nicht, wo ich sagen muss, es ist das Nonplusultra an Lidschattenpalette, aber ne, Standard halt. Wirklich Standard. Kann ich nichts anderes zu sagen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video. Ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen einfach wieder in einem Indie-Freitag. Da wird es sehr wahrscheinlich, wenn ich nicht jetzt irgendwie noch was habe, was ich vorher filmen müsste oder so, mit der Cutie-Palette von Nabla weitergehen. Ich freue mich da schon riesig drauf. Das ist eine Palette, die ich schon sehr, sehr lange habe. Naja, 3 Jahre bestimmt schon. Irgendwie so. Die ich aber super selten irgendwie rauskrame. Wieso, weiß ich nicht. Die hat halt 2 Mattetöne drin. Da sieht man, das ist eine andere Formulierung. Das sind die Mattentöne. Da bin ich jetzt auch nur vorsichtig reingegangen. Einfach jetzt nur mal so als Beispiel. Dann haben wir hier Coral Amber. Der ist deutlich kühler, beziehungsweise deutlich trockener noch. Kann aber auch sein, dass die jetzt so ein bisschen nachgetrocknet sind. Dann haben wir einmal nochmal Feelings. Das ist auch nochmal ein heller Ton. Ach, den habe ich schon. Na, wer jetzt nicht weiß. Ganz, ganz krasses Rot. Leichter Schimmer drin, aber nicht zu viel. Und dann haben wir einmal Mandarin und I Got You. Das sind die beiden Toppertöne. Einmal Mandarin. Das wirkt eher, ja, okay, meine Finger sind jetzt auch schon ein bisschen dreckig, aber das sind halt so besondere Töne, ne? Mandarin ist der untere, der sieht relativ glitzerig aus und der glitzert halt auch wunderschön und genauso auch hier der I Got You, das ist halt so ein Ton, wo ich mir denke, das ist I Got You und das ist der Wonderland, der hat übrigens jetzt schon Hardpan. Ne? Das ist so der Unterschied zwischen den Schimmertönen. Das ist Wonderland da oben, wenn man das sehen kann. Und das ist Mandarin. Und da sieht man, das ist I Got You. Da sieht man deutlich, das ist der hier, der einfach einen geilen Glanz hat. Und das haben die Iconic London-Töne nicht ganz so dolle. Mach ich mal einfach, da ist auch einer. Der ist jetzt wohl heller. Machen wir den nochmal. Also da sieht man von Iconic London, die haben schon einen schönen Glanz, aber die haben einen sehr, sehr einheitlichen Glanz. Und die von Nabla zum Beispiel, da haben viele halt so einen besonderen Shift irgendwo oder nochmal einfach einen silbernen Glitzerpartikel drin oder sowas. Das hat diese Iconic London Palette jetzt einfach gar nicht. So, jetzt aber genug gequatscht. Wir sehen uns morgen mit der Cutie Palette von Nabla, Cutie Coral Palette von Nabla wieder. Und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch ein, weil ich weiß, manche mögen halt nicht so gerne Indie-Brands, weil man da einfach nicht so schnell drankommt. Eine Zeit lang gab es die bei Purish, zumindest andere Nabla-Paletten. Eine Zeit lang gab es die auch bei Cosmetic for Less. Ich glaube, da ist aber nichts mehr von da, weil Cosmetic for Less gibt es ja nicht mehr ganz so wirklich. Und wo kann man denn nach Nabla? Ich weiß es gar nicht, wo es Nabla überhaupt zu kaufen gibt. Ja, und sonst Indie-Brands gibt es halt immer bei Monolith. Bei Monolith oder bei Stylevana, Yes Style, Kalt,
ne, halt die ganzen Stores. Man kann sie halt aber vorher nicht swatchen und deswegen sind halt auch viele YouTuber dabei und geben euch wirklich Bescheid drüber, welche Indie-Brand für welchen gut ist und wie die Formulierungen sind, weil man sie halt vorher nicht irgendwie swatchen kann, weil es die meisten einfach nur irgendwo online zu kaufen gibt. Aber trotzdem, ich bin ein riesengroßer Indie-Brand-Fan. Weil da liegt einfach das Besondere. Bei Iconic London oder bei halt diesen Standard-Brands hat man halt das Standard. Wie auch schon der Name so sagt. Da hat man den Standard. Bei den anderen muss man halt vielleicht manchmal ein bisschen mehr für arbeiten, für den Look. Aber dann bekommt man auch was Besonderes dabei. So, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Wir sehen uns einfach morgen wieder. Tschüss!